Sonderpreis der Ministerin. Ja, der geht an einen Verein. Der Verein Raubtier und Exotenasyl e.V. existiert seit 2007 und finanziert sich allein aus Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträgen. Das Asyl bei Ansbach im Übrigen ist eine Auffangstation für notgeratene Raubkatzen und exotische Tiere. Es war oft die letzte Rettung für Tiger, Luchs, aber auch andere Wildtiere. Zur Auszeichnung mit dem Sonderpreis durch die Ministerin darf ich stellvertretend auf die Bühne bitten. Herrn Neuendorfer ist der erste Vorsitzende des Raubtier- und Exotenasyl e.V. Heute ist das Asyl einzigartig im gesamtdeutschsprachigen Raum und das denkbar beste Zuhause für notgeratene Raubkatzen, Primaten und Exoten aller Art. Lieber Herr Neuendorfer, Sie als erster Vorsitzender mit Ihrem Team können stolz auf Ihr Engagement sein. Der Sonderpreis ist etwas Besonderes und für seine besonderen Verdienste um den Tierschutz verleihe ich dem Raubtier- und Exotenasyl e.V. den Tierschutz-Sonderpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. Auch an Sie meinen herzlichen Dank, meinen großen Respekt und Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Scheinbar ist es uns gelungen, Ihre Aufmerksamkeit über die Grenzen von Ansbach hinaus auf uns zu lenken. Wir sind zwar noch eine relativ kleine Institution mit vielen engagierten und kompetenten Tierfreunden, die ihr Tun und Handeln ausschließlich am Wohl der uns anvertrauten Tiere, unseren Schützlingen, orientieren. Aber wir haben auch weiterhin große Ziele. Wir bekommen jährlich neue Anfragen, beschlagnahmte Tiere aufzunehmen. Meistens sind wir dies aus Platzgründen abhängig. In Einzelfällen gelingt uns die Weitervermittlung in andere adäquate Einrichtungen. In meiner Landesrede möchte ich Sie hier nicht zu lange mit Details aufhalten, aber wir sind hier als Team mit voller ehrenamtlicher Personalstärke angereist, um Ihnen im Anschluss an diese Feierstunde zu allen Fragen und Rede zur Verfügung zu stehen. Wir haben große Ziele, deren organisatorische Verwirklichung mit tierschützerischem Bedarf, aber Nachdruck nachgehen. Wir haben ein kompetentes, engagiertes Team, das diese Ziele mit Nachdruck verfolgt und für das sich jeder Einzelne in unserem Team jederzeit mit einer Tigerin ihrer Jungen kämpfen soll. Einzig unsere finanzielle Situation hält uns momentan noch von großen Schritten ab. Also haben wir mit Bedacht für unsere Tiere momentan noch die kleinen Schritte. Das bringt uns zumindest langsam voran, aber wir gefährden damit auch nicht unsere Schützlinge. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten für diesen Preis bedanken. Es ist ein deutliches Zeichen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und eine wirkliche Anerkennung der vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem Verein. Ich stehe hier dafür ein, dass wir diesen Weg ungeachtet jeglicher Widrigkeiten weiter beschreiben werden. Wir sind Tierschützer und stehen dazu. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.